Hallo und herzlich willkommen hier zu Dead Daylight, ja, den zweiten Part von dem Survival Horror Game hier mit Owen Danny. Ja, gestern habe ich es leider nicht geschafft, noch eine Folge zu drehen. Dafür kommt heute der nächste Teil. Ja, wie gesagt, letzten Teil haben wir hier unser Zeug zusammengesucht. Ja, nehmen wir noch ein paar Leuchtstäbe mit hier, dass wir auch was sehen. Zum Beispiel diesen Tisch, den wir jetzt auch benutzen. Patient 10, ja, das haben wir ja schon mal gelesen. Jetzt kommt zum Beispiel diese Hand wieder. Was hat uns das zu sagen? Ich weiß es nicht. Ja, Freunde, wir müssen hier Relikte finden. Relikte aus diesem Krankenhaus, was uns irgendwann zu einem Rätsel weiterführen wird. Würde ich sagen, suchen wir uns jetzt erstmal die Relikte hier zusammen. Ja, wie wir schon kennen, spukt das hier. Es ist ein Spukkrankenhaus. Geschichte von Keep Kicking. Die Wurzeln von New Kipling reichen bis ins Mitte des 17. Jahrhunderts zurück. Die rechthaltigen Fischgründe, ja, ich kann heute irgendwie nicht mal lesen, und der leichte Zugang zur Handelsrouten hat frühere Siedler in das Dorf gelockt. Ja, heute ist Sonntag, heute ist so nicht so mit Lesen gedacht. So, Freunde, machen wir weiter hier bei The Daylight. Is there anybody in there? Ja, ist jemand hier? Das frage ich mich schon lange. Suchen wir die Relikte zusammen. Das ist gar nicht so einfach, weil man sich hier ganz schnell verirren tut. Oh Gott. So, schauen wir mal hier weiter. Ob wir hier noch irgendwie was finden. Zum Beispiel ein Relikt. Ja, ein paar Tabletten, aber... Und ein Schild. Aber mehr haben wir hier auch nicht. Nein! Ja, da war unser erstes Gespenst. In diesem Part 2. Relikte 2 von 6 gefunden. Wie gesagt, es ist nicht so einfach hier den richtigen Weg zu finden. Und zu hoffen, dass es hier nicht gleich der nächste ist. Ja, gerade hab ich's gesagt. Ja, wo kommt dieser Wind her? Das ist die Frage. Ja, ein zweites Relikt oder ein drittes Relikt haben wir hier gerade gefunden. Ist das ein Relikt? Ja, es ist ein Relikt. Der Stoffbär, den die Patientin als ihren Schatz bezeichnet, wurde sichergestellt. Der Arzt empfiehlt, ihn zu verbrennen, da er mit dem Mädchen in Berührung kam und die Krankheit übertragen werden könnte. Allerdings brachte es niemanden über sich, das Stofftier zu verbrennen. Anscheinend ist Mr. Dude Man nicht die einzige Person, die etwas für arme, elende, kleine Mädchen übrig hat. Ja, weiter. Ja, noch drei Relikte müssen wir hier finden. Ja, hier geht zum Beispiel eine Treppe hoch. Hallo? Hallo? Ist hier ein Gespenst? Nein! Ah! Fuck! Fuck, 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 fuck. Ja. Einzelne Gespenster hier. Oh! Oh! Was ist das hier für ein Raum? Es ist ja ein Pentagramm. Müssen wir vielleicht noch was finden? Ja, ich schätze mal, wir müssen die Relikte hier noch zusammenführen. Und dann hier in den Raum gehen, schätze ich mal. Ja, schauen wir noch, wo wir jetzt noch Relikte finden.
Relikte aus einer anderen Zeit. Ja. Viel ist hier nicht. Blinkt doch was auf. Ist das ein Relikt? Es ist ein Relikt. Dr. Valkins empfahl, alle Halbseligkeiten aus dem Zimmer der Patientin zu entfernen und zu ihrer Fantasien zu heilen. Die Patientin wurde dabei äußerst aggressiv. Sie schien besonders auf eine alte Puppe fixiert zu sein und weinte noch tagelang, nachdem diese entfernt wurde. 24. Februar 1859. Wow. Gruselig, gruselig. Ja, man sieht hier nicht viel. Gehen wir mal die Treppe wieder runter oder können wir die nochmal hochgehen? Nee, hier geht's auch nicht weiter. Dann laufen wir jetzt mal wieder runter. Hier in diesem Geisterkrankenhaus. Ja, ist das eine Warnung von diesen Gespenstern? Oder wollen sie uns was sagen? Brauche den Schlüssel. Welchen Schlüssel? Oh Gott, was ist das? Ja, es spukt. Ja, meine Lieben, hier geht's nicht weiter. Oh mein Gott. Oh Gott, was ist das? Was ist das? Was zum Teufel ist das? Ja, das vorletzte Relikt haben wir gefunden. Geschichte von das einst kleine Fischerdorf New Kipling wuchs zu einer Stadt voll eifriger und optimistischer. Ja. Die Stadt brauchte aufgrund der Überbevölkerung und knapper Ressourcen andere Wege, um ihre Einwohner zu versorgen. Ja, wie gesagt, ich hab's heute nicht so mit dem Lesen. Keine Ahnung warum. Aber es kann daran liegen, dass heute Sonntag ist. Ja. Spuken tut schon mal. Nein! Was ist das? Ja, meine Lieben, wo ist das letzte Relikt? Sind wir hier auf dem richtigen Weg? Hallo? 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 Ja, sämtliche Gespenster, die jetzt mir hier Angst einschlagen flößen wollen. Ihr schafft das nicht. Ja, wo ist dieses